Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hafmann, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt. Und vielleicht ist dem einen oder anderen vor kurzem erst wieder ein Bericht über die TUI-Aktie über den Weg gelaufen. Und ja, man könnte ja meinen, es ist bald wieder Urlaubssaison und offensichtlich ist genau deswegen auch diese Information. Je früher man dieses Jahr buchen kann, desto besser sollte dies sein, denn 2024 soll ein Jahresreiserekord sein. So viel zu den Fundamentaldaten und das war eigentlich nur der Grund, warum ich mal wieder auf diesen Chart schauen wollte und tatsächlicherweise, vielleicht war der ein oder andere mal dabei bei diesen Veranstaltungen, einmal die Woche traden reicht, da bin ich sehr häufig auf die TUI-Aktie eingegangen und derjenige kennt vielleicht oder weiß oder hat schon einmal diesen Chart hier gesehen. Und dieser Chart ist nämlich mehr als interessant, denn er zeigt mal wieder, diese Bereiche sind doch etwas, was man öfters verwenden kann. Denn auch mit diesen offensichtlich so positiven Vorzeichen kam TUI eben nur auf 7,40 Euro. Das ist der Widerstandsbereich, der seit Mai 2021 schon hier drin ist und er hat dementsprechend hier wieder keine Kraft gehabt, um hier drüber auszubrechen und wenn ein Widerstand eben nicht gebrochen wird, dann heißt das, es geht wieder nach unten. Somit sind wir wieder bei diesem neuralgischen Punkt 6,42, 6,26, also wir schweben um diese Nulllinie drumherum und es geht offensichtlich auch kein Stück weiter. Dementsprechend long würde ich erst hier empfehlen, im Eigenhandel natürlich, in meinem Eigenhandel über 8 Euro, signifikant drüber. Das könnte interessant sein und auf der Unterseite muss man ganz gehörig aufpassen, wenn es wieder unter 5 Euro geht. Schauen wir mal langfristig, wo kommt denn TUI her? Und ja, das ist so die PayPal-Aktie unter den Reiseunternehmen. Und wir kommen eben von 56, aber auch hier billig heißt nicht immer günstig. Und es geht offensichtlich noch sehr, sehr viel günstiger. Also hier Obacht, offensichtlich ist das ein Geschäftsmodell, was wohl an Marge nicht so viel abwirft. Dementsprechend Obacht bei TUI, aufgepasst, es ist ein Chartbild, was auf jeden Fall verspricht, dass Seitwärtsbewegung kontinuierlich ausgenutzt werden kann, aber für alle diejenigen, die auf den großen Ausbruch warten, die müssen hier weiter warten. Viel Erfolg und alles Gute, bis bald.